Terra fragt PietSmiet. Man hatte dir erstmals das Gefühl, dass PietSmiet was Großes werden kann? Es muss dann am April 2012 gewesen sein, als, glaube ich, die Company gegründet wurde. Weil das hätte man nicht getan, wenn man der Meinung ist, dass alles für den Sack ist, ne? Falls es April 2012 war, wo ich mir gerade gar nicht sicher war, wann genau die Einschreibung war. Roundabout. Kommt noch ein paar Tage an, weil über 10 Jahre, ich denke nicht. 2012, glaube ich. Boah, den genauen Zeitpunkt kann ich dir gar nicht mehr sagen. Aber da gab es doch nicht so einen Tag. Also, ne, ich bin nicht aufgestanden und dachte mir, alles klar, geil. Zieh dir die Zahlen rein. Das würdet. So, das gab es sowieso nie. Weil das viel zu sehr so gewachsen ist. Aber wenn, dann irgendwann so um 2012. 2013, 2014. Eigentlich so die Zeit. Es kommt ja immer mehr dazu. Also ist, so, wie gesagt, so diesen einen Zeitpunkt gibt's nicht. Auch als dann damals so die ersten Nummern mit der eigenen Agentur kamen. Ja. Immer mal wieder. Alter, was ist das für eine Frage? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann das erstmals das Gefühl war, dass PietSmiet was Großes werden kann. Vielleicht als das erste Mal das Gehalt überwiesen wurde, oder ein Gehalt, nicht das Gehalt, sondern ein geringes Gehalt überwiesen wurde. Da war vielleicht dann das erste Mal, wo dass man überlegt hat, cool, man verdient mit seinem Hobby echt Geld. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht auf irgendein Datum oder einen Zeitpunkt oder ein Jahr selbst zurückdatieren, keine Ahnung. Ja, so November 2011, wo unser Wachstum auf einmal sehr stark wurde. Das ist dann wirklich komplett durch die Decke gegangen. Als wir auch wirklich alles dran gesetzt haben und so schnell wie möglich mit Skyrim und Battlefield 3 Videos online sein wollten und das halt perfekt funktioniert hat, der Plan perfekt aufgegangen ist und das Wachstum dann halt wirklich extrem gestiegen ist und je mehr Leute uns gesehen haben, desto besser wurden wir über die YouTube SEO quasi gelistet und irgendwann war die Startseite voller PietSmiet Videos. Also das war schon ziemlich krass, aber dann ja so Ende 2011. Also das Gefühl hatte ich, glaube ich, nie. Erst als wir dann groß waren. Nee, habe ich mir zumindest damals überhaupt gar keinen Gedanken drüber gemacht, dass es irgendwie krass wird oder so. Wir haben einfach unser Ding gemacht, hatten Bock mehr zu machen, sind dann auch dazugekommen nach und nach alle anderen. Und ja, so, ich glaube, dass es richtig, richtig groß wird, ist einem dann erst bewusst geworden, nachdem wir die Millionen geknackt haben und dann halt auch so Shows hatten, wie Peter und Bram mit Hard Reset und sowas. Das war schon einzigartig und da hat man halt schon gemerkt, Mensch, irgendwie, das läuft auch ganz gut. Das läuft auch ganz gut, das wird cool. Dann waren wir auf den Events und waren dann selber auch mal bei den Großen mit dabei. Das war irgendwie cool, ja. Ja, aber so richtig, dass ich, nee, ich hab das nie kommen sehen.